Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, die arme Ronja musste in der Arche Noah abgegeben werden, weil ihr Besitzer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um sie kümmern konnte. Die Münsterländer Hündin wurde im Januar 2017 geboren und hatte bisher ein sehr schönes Hundeleben. Das merkt man ihr an, denn sie ist sehr aufgeschlossen und anhänglich. In der Arche Noah ist sie glücklich, wenn die ehrenamtlichen Tierfreunde mit ihr Gassi gehen und sie mit ihrer Zuwendung verwöhnen. Für Ronja werden dringend Tierfreunde gesucht, damit sie nicht so lange ohne individuelle Menschen ist. Sie braucht wieder ihr eigenes, sicheres Umfeld mit Menschen, die ihr Hundeleben wieder in Ordnung bringen. Ronja hatte ein Zuhause, wo sie Hof und Garten, aber auch die Wohnung genießen konnte. Sie möchte nah bei ihren Menschen sein und solch ein neues Zuhause soll Ronja auch bekommen. Eine Familie mit Kindern wäre für die Hündin kein Problem, denn sie kennt Kinder und kommt mit ihnen gut zurecht. Katzen und andere Kleintiere sollten allerdings nicht mit im neuen Zuhause leben, dafür ist sie zu sehr Jagdhund. Ronja hat ein sehr freundliches, anhängliches Wesen und war mit ihrem Besitzer immer zusammen. Deshalb wäre es gut, wenn sie eine Familie oder andere Personen findet, wo einer immer für sie da sein kann. Ronja ist stubenrein, gechippt und geimpft. Schön wäre es für Ronja, wenn der Retter in der Not sich bald in der Arche Noah melden würde.